So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge. Zu einer weiteren Folge. Eurotruck-Simulator, genau. Gott. Ich brauche Urlaub. Ha. Du kannst weg. Genau. Dann legen wir mal los. So. Aha. Tja, da bin ich mal gespannt, wie lange wir noch für diese, also ne, diese Schwertransporter-Mission da, die dauert echt ganz schön. Geht schon ganz schön ab hier. Spezialtransport. Na gut, wie gesagt, ne, 70 Tonnen ist schon nicht gerade von schlechten Eltern. Lass uns loslegen. So, dann gucken wir mal. Let's go. Oh. Okay, also der Tempomat wird nicht gespeichert. Das heißt, nach dem Neuladen muss ich den Tempomat neu einstellen, also neu aktivieren. Tempomat for life. Eine schön schillige Strecke. Ja, und das meine ich ja. Gerade so die ganzen Strecken, wo man einfach nur, ich sag mal, fährt, kann man halt wunderschön so Livestream machen, wo man dann auch so ein bisschen interagieren kann mit den eventuell vorhandenen Zuschauern oder so. Fahren wir dem schon wieder auf? Nee, ne? Obwohl doch, der Abstand wird etwas kleiner, oder? Ja. Ja. Aber woran sehe ich denn mich, wenn ich fahren darf? Weil 60 dürfen wir nicht fahren, 50 offensichtlich auch zu schnell. Also hier müssen wir nach links. Ich bleib bei 50. Unsere Rundumleuchte noch an, ja, ne? Ja. Der hinter uns ist aber ein Stau, ey. Also die obere Kamera, die ist ganz schön unscharf. Wartet mal ganz kurz. Grafik. Hoch, 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 hoch. Spiegelqualität hoch. Ja, als hoch geht nicht. Aber wieso ist denn... Reflexions ist 100. Spiegelungsdetail ist auch hoch. Hä? Spiegelqualität und Spiegelungsdetail und Spiegelungsauflösung. Ist das nicht alles drei das gleiche? Hä? Ach so, nee, Spiegel und Spiegelung.
Spiegelung ist ja was anderes als Spiegel. Spiegel ist ja der Gegenstand, Spiegel, das Ding, wo wir gucken können. Und eine Spiegelung ist wahrscheinlich, wenn sich irgendwelche Sachen, weiß nicht, auf unserem Lack reflektieren oder auf dem Wasser reflektieren oder irgendwie sowas halt, ne? Das ist halt eine klassische Spiegelung. So, und hier haben wir Spiegelqualität und Auflösung, was auch noch so ziemlich das gleiche klingt. Egal, das ist hoch und Sichtweite ist egal. Qualität. Aber guckt mal oben links. Oben links der Bildschirm, der ist super unscharf. Das sieht aus wie so ein VGA-Bildschirm. Naja, so, da vorne kommt wieder eine Baustelle. Okay. Diese Sprache. Fällt jetzt wieder durch? Oh, schade. Ich dachte, der fährt wieder durch. Hallo. Jubeln uns die Bauarbeiter da rechts zu, Alter. Wie geil ist das denn? Wir sind berühmt. So, Straße ist frei. Sehr schön. Und da vorne müssen wir nach rechts runter. Oh, okay. Das klingt doch nach einem Plan. Okay. Wow. Warum müssen diese gelben Dinger da immer so weit in die Straße reinragen? Was ich aber gerade nicht verstehe, der hintere Wagen folgt uns. Aber hieß es nicht am Anfang, dass sich erst der hintere Wagen die Spur wechselt und dann der vordere? Jetzt gerade ist erst der vordere, dann sind wir und dann kam erst der hintere hinterher. Also irgendwie? Oder zählt das hier nicht als Spurwechsel? Ich meine, wir sind von einer Spur auf die andere gegangen. Weil Verengung und so. Das ist doch ein klassischer Spurwechsel, oder nicht? Komisches Spiel. Direkt deinstallieren. Ich wollte mit dem Spiel eigentlich meine Farbprüfung machen hier, ja? Aber so kann ich mir das in die Haare schmieren. Oh. Ich sollte meine Blinker ausschalten. Also 50 km/h scheint so wirklich so der Sweetspot zu sein. Da fahren wir dem nicht auf. Außer er bremst, warum auch immer. Sag mal, bleibst du jetzt die ganze Zeit links neben mir? Überhol mal, du Arsch! Los, weiter. Ja. Und jetzt verpiss dich. Alter, neben mir ist Gefahrenbereich, du Penner. Und ist die Polizei? Was macht dieser rote Wagen? Der macht mich dezent nervös. Ich soll mich in meine Uzi rauskramen. Siehst du? So nervös bin ich schon. Wow. Ey, stellt mal alle hier. Stellt mal. Holy moly. Kein Schaden bekommen. So muss sein. Sehr realistisch. Noch 80 Kilometer.
Okay. Das klingt doch machbar. Und wir sind schon verdammt müde. Alter. Ich glaube, die Blinker auf meine Maustasten zu legen, war doch keine gute Idee. Da komme ich immer rauf. So, da vorne geht's wieder rein, nach rechts runter. Okay. Die blinken aber immer erst so ultra spät, ne? Nein, wir werden langsamer. Nein. Was hat er gut getan? Oh, schon wieder eine Mautstelle. Alter, wie oft kommen die denn hier bitte? Langsamer werden hier. Schießen hier ein paar Fotos von uns. Glaub's ja. Ja, geht bergab. Oh ja. Wir erhöhen unsere Geschwindigkeit, ohne dass wir unsere Geschwindigkeit erhöhen. Das klingt sehr nach bergab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, wir haben wieder eine super scharfe Kurve hier. Oh, Alter. Ich sehe nichts. Ich sehe die Leitplanken nicht. Oh, oh. Oh, oh. Kann mal jemand leuchten? Alter, schon wieder eine Mautstelle. Also langsam ist ja aber, ne? Boah, Alter! Was macht der Polizist hier? Mach doch mal Platz jetzt hier. Ich klatsch dich weg. Ey, du scheiß Opfer! Verpiss da mal von der Straße hier! Hast du überhaupt einen Führerschein? Hä? Guck mal. Arschloch. Steht einfach mitten auf dem Weg. Was ist denn los mit dem? Oha, oha, oha. Okay, 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 ich hab verstanden.
Eieieiei, alter Schwede. Okay, wir können ein bisschen nach links. Weil da rechts ist noch diese Leitplanke, ne? Jetzt müssen wir aber hier an einem Schild vorbei. Oh, das wird nie im Leben was. Ah, das sieht gut aus. So, jetzt geradeaus. Einfach geradeaus weiter. Und ausschenken. So, das sieht doch gut aus. Diese Auswahl. Jawohl, ja. Heute geht's rechts runter. Okay. Terni. Teriyaki. Was zum Fick war das gerade, Herr Genosse? Was zum Hurensohn? Alter. Also manchmal, ja. Manchmal da wünschte ich mir, man könnte bei dem Spiel einfach aussteigen. Und dem Typen sowas von die Fresse polieren. Eieieiei. So, können wir hier schwenken? Ich sehe einfach gar nichts. Wir versuchen mal so ein bisschen so, ein bisschen auszuweichen. Und jetzt, ja. Liebe Herr Autos, bleibt einfach stehen. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, jawohl, ja. Okay. Wieder einfach komplett stehen geblieben ist, ja. So 30 Meter vor der Kreuzung. Bleibt einfach mal mit auf der Straße stehen, ja. Alter. So. Das sieht gut aus. Der LKW hat sich gerade ganz schön geneigt. Holy moly. So schnell waren wir doch gar nicht, hä? Also ist genau hier dieses Blinken, das meine ich. Das macht man normalerweise in der Nacht immer, wenn die Straßen eh nicht so stark befahren sind, damit halt die Fahrzeuge nicht durch nicht vorhandenen Verkehr blockiert werden. Uff, wieso? So, freie Bahn hier. Wow. Was? Hä, wo bin ich denn da hängen geblieben? Oder war gerade der Wendekreis zu klein?
Weil das kann nämlich auch passieren. Was man nicht vergessen darf, ist, die vorderen Räder bei dem Auflieger, ne? Da, also die hier, die lenken ja mit uns. Das Problem ist, wenn wir so weit einschlagen, dass die Räder nicht hinterherkommen, dann versuchen uns, also dann lenken wir stärker als der Auflieger mitlenkt und drückt uns quasi gegen unsere Achse. Also wenn wir quasi, ne, so sind, also wenn wir so sind und das ist der Auflieger und wir versuchen so zu lenken, dann drückt uns der Auflieger nach so, weil er quasi nicht mit hinterherkommt. Und deswegen muss man halt sehr auf den Wendekreis achten. Das Problem ist nur, ich kenne gar nicht den Wendekreis von dem Auflieger. Ich weiß gar nicht, wie stark der lenken kann. Von daher kann es durchaus gerade sein, dass wir gerade zu eng gefahren sind. Im Bereich des Möglichen, würde ich mal sagen. Deswegen macht man normalerweise bei Schwertransport noch erstmal eine Ausbildung dafür. Ja, aber auch alles so eine engen Kurven. Was machst du? Was? Soll ich jetzt hier alleine weit davon oder was? Okay, tschüss. Boah, Alter! Was ist denn das hier für eine Haarnadelkurve? Oh. Okay. Ich versuche mal hier schon mal so möglichst weit ein bisschen rauszukommen, rauszuschwenken. Weil die Kurve da hinten wird echt höllisch. Wobei geht tatsächlich einigermaßen. Ja, okay. Okay. Das war doch gar nicht mal so schlecht. So. Das Da war vorne eine müssen wir schöne hin. Okay. Fahrt. Cool. Ohne größere Schwierigkeiten geschafft. Nice. Hallo? Grün? Ah, geht doch. Ah, das war mal eine Fahrt, Alter. Ja, jetzt. Pause. Ah, boah, wir bekommen einfach mal 10.000 dafür. Verdient, würde ich mal sagen. Verdient. Auf jeden Fall verdient. Also, das war ja mal. Das war ja mal richtig. Das war ja. Verdient. So, wir haben Erfahrungsbonus für Level 2. Von was denn? Achso, allgemein. Achso, wir sind ja Level 2, klar, genau. Genau, hier ist Fähigkeiten dran. Genau, da will nämlich nur eins. Und Bonus für Fernfahrten 0. Warum kriegen wir einen Bonus, wenn wir gar keinen Rang dafür haben? Ja, eben, wir sind mehr als 250 km/h gefahren. Kilometer. Das heißt, diese Spezialtransporte unterliegen gar nicht der Limitierung. Sehe ich das jetzt richtig? Und das würde auch bedeuten, dass wir deswegen die EP bekommen haben, obwohl wir den Rang eigentlich gar nicht haben.
Oder wie jetzt? Aber wenn wir den IP bekommen haben, warum haben wir denn dafür nicht noch zusätzlich auch Gehalt bekommen? Don't care. Who fucking cares anyway? So, wir müssen. Was machen wir denn jetzt? Hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht. Tja, was ist davon am lukrativsten? Ich mache mal zerbrechliche Fracht. Weil das Schöne ist, mit dem ersten Level wird das Ganze erstmal freigeschalten. Das heißt, egal wie viel uns das denn mehr bringt, wir können es auf jeden Fall zumindest erstmal. So, Just-in-Time-Lieferung. Genau, hier wird auch was freigeschalten. Oh, hier aber nicht. Das heißt, als nächstes machen wir dann das hier. Dann haben wir alle Sachen, die wir machen können, freigeschalten. Und achso, hier oben müssen wir auch noch die ganzen Sachen freischalten, damit wir dann die entsprechenden Transporte machen können. Gut, aber jetzt erstmal machen wir hier zerbrechliche Fracht. Dann können wir, keine Ahnung, Glas transportieren oder sowas. I don't know. So. Aufträge. Aber schon wieder Spezialtransporte. Haben wir die jetzt immer dabei oder was? Das ist ja geil. Fünfte, oh, 10.000, Alter. Ah, aber nur 44 Tonnen. Das ist schon heftig. Aber ja, eben, denn es ist deswegen auch so teuer, weil wir so eine lange Strecke fahren. Aber guck mal hier unten, pro Kilometer kriegen wir gar nicht so viel. Bei der normalen Strecke kriegen wir so 20 € pro Kilometer und hier gerade mal das anderthalbfache. Das heißt, dass wir so extrem viel mehr bekommen. Liegt wirklich daran, dass die Strecken einfach länger sind. Tja. Jetzt könnte man also überlegen, ob sich nicht doch das hier mehr lohnt, weil man kriegt zwar pro Strecke weniger Geld, aber man kann die Strecken auch schneller fahren. Das heißt, pro Zeit, also pro Zeit, die wir spielen, bekommen wir dann trotzdem mehr Geld. Frage. Obwohl, wir bekommen hier oben mehr Erfahrungspunkte dafür, ne? Schwierige Frage, schwierige Frage. Was haben wir denn hier für ein 600 PS, 750 PS? 650 PS. Der Vorteil ist natürlich, dass hier ist ein Volvo, ne? Ganz klarer Fall. Das Ding. Oder das Ding. Das Ding. Oder das Ding. Das oder das oder das oder das oder das oder das. Oder das. Wir machen mal das hier. Das klingt gut. Volvo klingt immer geil. Bekommen wir immerhin 5.600, Alter. Schön. Oh, schon wieder so eine schöne Cinema. Sitzt der einfach auf dem Auflieger und macht Pause. Ernsthaft? Ich fahre hier gleich los, Junge. Verpiss dich mal von meiner Ladefläche. Glaubt es ja nicht. Ey, glaubt es ja nicht. Sitzt der da einfach drauf, Alter. Oh, wie geil. Ah, oh, das ist schön. Ah, oh, wei, wei, wei. Vor allem auch diese Strahler, die sie einfach überall aufgestellt haben, ja? Damit da mal ein bisschen mehr Licht ist. Und die macht ein Selfie. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, das hier kommt jedes Mal. Ja, siehst du genau. Erst fährt der Hintere. Der Hintere zieht zuerst rüber und dann erst der Vordere, damit wir mitziehen können. Aber bei uns ist der immer nach uns gefahren. Also erst der vor uns, dann wir und dann er. Was da los? Also, was da los? Verstehe ich nicht. Gut, an der Stelle sprechen wir mal. Und dann würde ich mal sagen, machen wir das mal in der nächsten Folge. Let's go. Eugene, möchtest du das Spiel beenden? Ja. Frag doch nicht so doof. Ernsthaft, das gibt's doch gar nicht. So, gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt Schwertransporte. Aber ich werde mal gucken, nicht, dass wir jetzt nur noch Schwertransporte machen. Ich meine, ich hoffe zwar, es rappelt dafür Experience-Punkte, aber die sind ja auch schon ganz schön langwierig, so eine Dinger. Vor allen Dingen müssen wir mal gucken, dass wir Geld sparen. Ja, obwohl, Geld bringt ja eigentlich auch her. Ach, mal gucken. Erstmal, bis dann.